So, Freunde, einen wunderschönen guten Abend. Wie ihr hören könnt, ich bin total erkältet. Ich habe die letzten zwei Tage flach gelegen. An der Stelle wünsche ich euch trotzdem allen frohe Weihnachten. Zumindest denen, die es feiern, ja. Bleibt alle gesund, lasst euch reichlich beschenken. Und ja, der Kackhaufen ist natürlich wieder am Brennen. War ja klar, dass der Junge wieder irgendwelche faulen Ausreden sucht, von wegen, ich kämpfe nur gegen Professionelle, wenn ich ein professionelles Angebot bekomme, bla 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 bla. Du hast einfach nur Schiss, das ist dein Problem. Aber, wie dem auch sei, wir schauen und wir reagieren mal auf deinen Schmutz hier, ja. Zu Weihnachten, normalerweise wollte ich sowas nicht einblenden heute, aber gut, wir machen das mal. Also, wir schauen rein. War ein bisschen früher als angekündigt. Aber ihr wisst ja, ich bin ja nicht so durchschaubar wie das Sidan. Big Pan Lee, unser Badewannentaucher, unser Religionsverräter. Und das Witzige ist, ich habe den Sidan oft genug gesagt, ich weiß genau, was bei denen läuft. Er hat mir auch selber gesagt, dass er für Martin arbeitet. Ich habe euch auch gezeigt, dass die Hells Angels und so weiter mich kennen. Und was passiert jetzt? Was ist jetzt auf einmal passiert mit 50 Swan? Auf einmal nicht mehr Phase 3, nicht mehr Phase 4. Auf einmal irgendwelche Boxkampf. Ah, Mo. Nein. Das ist falsch verstanden. Wir haben das Angebot bekommen von Chanel. So, ich habe angenommen, du nicht. Warum? Weil du Angst hast, weil du eine kleine Pussy bist. Okay, so, Phase 3 wird definitiv kommen. Mach dir mal darum keine Sorgen, okay? Das wird 100% kommen, und zwar noch dieses Jahr. Habe ich das nicht schon mit Massi durchgehabt, diese Spielereien? Ja, da hast du genauso die faule Ausreden gesucht. Du suchst immer faule Ausreden. Jeder ist nicht krass genug für dich. Keiner ist für dich ein Gegner. Alles unprofessionell, Junge. Du willst mir doch eine in die Fresse hauen, hast du doch selber in deinem Video gesagt, wenn ich dir unter die Augen komme. Jetzt hast du die Chance und die Möglichkeit, mir unter die Augen zu kommen. Oder ich dir unter die Augen zu kommen. Also, nimm doch das Angebot an und zeig doch deinen Zuschauern, deiner Community, deiner verblendeten Community vor allem, was für ein krasser Mann du bist. Denn ich bin sofort bereit, ich komme sogar jetzt so erkältet, wie ich bin. Ich fahre heute los, bin morgen da. Ja? Oder was heißt heute los, morgen da? Ich bin bis 0 Uhr, bin ich da, mein Freund, Alter. Vollgas. Also, sag an. Soll das jetzt wieder eine Chengo Miami Gianni Nummer werden? Die wollen davon ablenken, weil die Kacke am Dampfen ist. Ja, die Kacke ist für dich am Dampfen, deshalb willst du die ganze Zeit ablenken, weil Phase 3 wird dich ja komplett auseinandernehmen. Und hier habe ich auch Sachen mittlerweile liegen, schwarz auf weiß, die werde ich auch gar nicht zum Video mit, also die werde ich zum Video gar nicht bringen. Das kann ich nicht machen, das gebe ich der Staatsanwaltschaft weiter. Da sind nämlich einige Sachen aufgetaucht, die ich hier im Internet nicht zeigen werde, ja? Aber dazu kommen wir noch. Vielleicht das eine oder andere werde ich noch zeigen. Aber das andere werde ich alles zeigen. Martin, das ihm gar nicht gefällt. Glaubt ihr wirklich, dass Martin 81 gefällt, dass er das Sidal ihn exposed hat? Dass jeder weiß, aha, das Sidal will TikTok-Accounts für Leute boten. Die zahlen dafür, damit Leute live gehen können und den Arroganten die Mutter, die Familie beleidigen können. Aha, Martin. Ah, Junge. Wenn es wirklich so wäre, dann wären die ja schlau, weil die würden sogar noch Geld verdienen. Im Gegensatz zu dir, Opfer. Denn du machst es ja völlig umsonst und völlig aus freier Laune beleidigst du den arroganten Pate und die ganzen, generell alle, egal wen. Zeig doch dein Gesicht dazu. Natürlich wollen die ablenken davon, dass sie da Videos gegen die ganzen Leute in Auftrag geben und so weiter. Natürlich wollen die davon ablenken. Der Junge ist so festgebissen an dem Thema, dass die Leute beauftragt werden, um irgendwelche Videos gegen ihn zu machen. Der Junge, guck mal, Mo, nochmal, du bist so unwichtig. Ich mache jetzt nur noch diese Reaction, weil du nicht auf den Boxkampf anspringst. So, und dann kommt jetzt Phase 3, damit will ich dich einfach nur noch zerstören und dann war's das mit dir. Ab nächstes Jahr kommt nicht ein Video mehr über dich. Du bist gar nicht relevant in meinem Leben, okay? Du bist so langweilig, Junge, du laberst wie eine Kassette, so eine hängengebliebene Schallplatte, Kassette, CD, was auch immer. Du bist einfach nur völlig im Arsch, Junge. Dir kann man auch nicht mehr helfen. Das Einzige, was bei dir hilft, ist in den Boxring rein, die richtig ein paar in die Fresse hauen, damit jeder sieht, was für ein Lappen du bist und dann kannst du weitermachen, okay? Lenken, versteht ihr? Wenn ich ein Angebot bekomme von Universum Boxing, ist nicht der Martin mit diesem Mo Abdullah... Von warum sollte Universum Boxing dir ein Angebot machen? Wer bist du? So, und zu dem Thema, ich hatte dir eine Ansage gemacht vor, keine Ahnung wann das war, ein paar Monaten, ja, bevor Sinanji und Mo Abdallah gekämpft haben, und da hatte ich mit Martin Kontakt und hab mit ihm geschrien, er hat gesagt, ey, ihr könnt da kämpfen, aber ihr müsst es mehr publik machen, okay, so, fertig, ah, warte, bin ich jetzt auch Beauftragter? Mann, Junge, Alter. Mit diesem Dulli oder Manuelsen von mir aus, wenn ich ein Angebot bekomme von Universum Boxing und die Gage stimmt und ich die Gage im Vorhinein bekomme, jederzeit kein Problem. Im Vorhinein, aha. Leute, kennt ihr das? Leiht niemals einen Junkie Geld oder gibt ihm irgendwie auf Kombi. Ja, weil du siehst ihn nicht mehr. Okay?
Problem. Dann, dann will ich einen echten Gegner haben. Schaut mal, dieser 50 Sven, ich nehme ihn nicht einmal den Titel rein. Wer ist er? Ist nicht mein Dude. Du nimmst mich nicht in den Titel rein? Doch, hier, 50 Sven. Hast mich doch im Titel drinne. Also, ne, Mo. Was erzählst du denn da schon wieder für einen Schwachsinn, ha? Was erzählst du denn wieder da für einen Schwachsinn? Ha? Was erzählst du denn da wieder? Hier steht's doch, ganz groß. 50 Sven, das ist doch mein neuer Name jetzt bei dir. 50 Sven. Ha? Was erzählst du denn da schon wieder, mein Junge? Hast du schon wieder so viele Drogen geballert, dass du nicht mehr weißt, wo vorne und hinten ist? Hm? Dünnschiss, Junge. Die wollen nur ablenken, was ist jetzt passiert? Ich will nicht ablenken. Ich will dir ein paar auf die Mütze hauen. Das wolltest du ja auch mit mir machen, ja? So, jetzt haben wir ein Angebot von Chanel, ja? Jedem ist Chanel ein Begriff. Der Fighter, der Rapper, okay? Der würde das alles managen und machen und tun, ja? Da würde es auch wahrscheinlich für dich was an Geld rausspringen, Mo. Also komm, erzähl dir keinen Müll. Guck mal, ich sag mal so, Leute. Wenn von Universum Boxing, selbst wenn von Universum Boxing jetzt ein Angebot an dich kommen würde und die würden sagen, ey Mo, was total unrealistisch ist, aber ey Mo, hier hast du 500.000 Euro, kämpf gegen Sammy. Du würdest nicht mal kommen, obwohl es 500.000 Euro sind, weil du weißt, du würdest dich bis auf Grund und Boden blamieren, okay? Du würdest dich blamieren. Du würdest dich komplett blamieren. Aber gut, wir gucken, wir kriegen dich anders. Vor 3 Wochen war Kemal Memalabi noch kein Hells Angel. Und guck mal, was er sagt, Leute. Vor 3 Wochen war Kemal Abi noch kein Hells Angel. Komisch, dass er schon seit über 10 Jahren im Club ist. Aber gut, das ist eine andere Sache. Darauf will ich auch gar nicht mehr eingehen, weil der Junge hat sowieso einen an der Waffel. Angel geworden. Ha? Was habt ihr zu verbergen? Wollt ihr nicht, dass ich jetzt anfange loszulegen? Aber keine Angst, auch wenn ich schnell bin, ich werde euch genüsslich, ganz genüsslich, langsam Stück für Stück auseinandernehmen. Und jeder, der was sich gedacht hat, oh, der Sidar, der Jake Handley von mir, der arbeitet für den Martin, er ist ein Handlanger, Sidar ist ein Nichts, ein Niemand. Er hätte sich mit den Autos abfilmen können. Hier, der Religionsverräter, der sein Arsch, sein Land, alles verkauft für ein bisschen Kohle, für Bleiberecht, egal für was. Er ist ein Shandaround. So wie Manuelsen ist ein ewiger Hangaround. Und was ist er? Er ist ein Shandaround. Und ich mache diese Spielchen nicht, diese Cengiz Miami-Nummern oder sonst was. Wenn mir wer ein ernsthaftes Angebot machen will von einem ernsthaften Veranstalter, Universum Boxing, komm, bring mir Eckerlin, bring mir Mo Abdullah. Bring mir Eckerlin, Alter. Junge, ey, Leute, daran seht ihr doch, dass der Typ nicht ganz dicht sein kann. Ein Christian Eckerlin. Junge, was denkst du, wie das ausgehen wird? Abgesehen davon, total Realitätsverlust wieder, ja, das wird niemals passieren, aber was denkst du dir, was stellst du dir vor, Mo, was passiert, wenn dann Christian Eckelin mit dir im Ring steht? Junge, der macht doch nur einmal die Hand hoch und du zuckst doch zusammen, Junge, also erzähl doch nichts. Ja, bring mir echte Gegner, versteht ihr was, soll ich jetzt auf einen Halbbehinderten losgehen oder was? Mir egal, wenn die Gage stimmt, dann gehe ich auch auf egal wem, welchen Gegner akzeptiere ich, ist mir scheißegal, aber die wollen nur vom Thema ablenken, die wollen, dass ich wie ein Teufel so über Django Miami, wenn Massi was gelabert hat und dann die Eier eingezogen hat, wie ich auch gesagt habe, das ist genau der Punkt, versteht ihr, was ich meine? Das ist genau der Punkt, ja. Das ist genau das. Der Eckerlin ist eine Scheißdreck, eine Nummer zu groß. Wenn er doch, wenn die doch unbedingt das wollen, weiß doch jeder. Sagt nicht, dass er mir telefoniert mit Kemal Memal Abi und die Kemal Memal Leute und so. Wenn die Eltern unbedingt, die sind ja angeblich auf der Straße vertreten. Seid ihr doch nicht so Gangster? Ja, wir wollen alle kein Gangster sein. Du bist der Einzige, der hier im Internet diese Welle schiebt. Wir wollen alle kein Gangster sein. Wir sind alle normale Menschen, die ihrem Job nachgehen und ihre Kohle verdienen, okay? Du bist doch der einzige Schwachkopf, der hier auf Gangster macht, der irgendwelche Drogen in seinem Loch von A nach B fährt. Mit dem Zug vor allem noch, ja? Also was erzählst du denn hier? Du hast in Spanien, die können ihn gar nicht. Hat sie das selber nicht gesagt, da war was in Spanien und so weiter. Und ihr seht ja, die nehmen mich ernst, die wollten... Ja, da war was in Spanien, du hast auf die Backen bekommen. Wow, super, kannst ja endlich mal auspacken, dass du auf die Fresse bekommen hast an der Promenade. Und jetzt tust du... Du tust es jetzt, versuchen hier so zu verpacken, als wäre dann das krasse Ding passiert zwischen dir und den Engeln. Ja, aber da ist gar nichts passiert. Du hast ein paar Ohrfeigen bekommen und das war's. Fertig. So, mehr war das nicht. Und jetzt beweist das Gegenteil. Mich mundtot machen, aber die haben gedacht, ich blute aus. Hey, wir können jetzt Mo86 loswerden. Dann haben die ja ekelhafte Kackfresse gezeigt. Und ich sage euch, bei dieser Fulli-Nulli, dieser Schnulli, was habe ich jemals zu ihm gezeigt? Er kann seine ganze Nachrichten erzeigen. Alle Kontakte sind von denen immer ausgegangen. Das ist so, Leute, wisst ihr, ich habe seit Tag 1 gewusst, dass dieser Mo früher oder später gegen Full Ernst wieder schießen wird, gegen Cedar schießen wird und gegen alle schießen wird, ja? Okay, so, ich sag euch, das ist ein Junkie. Junkies kann man nicht vertrauen. Vor allem ist man nicht mit einem Junkie auf irgendeiner Ebene gut. Außer er holt seine Drogen vielleicht bei dir, wenn du Drogen verkaufst, okay? So, fertig. Das war's.
Was wollt ihr denn mit so einem? Das ist der Typ tut doch alles und jeden an den Nagel hängen. Die sind mir am Sack gehängt, nicht umgekehrt, versteht ihr? Und anstatt Infos aus mir rauszuholen, hat sich das Sidal verraten, hat alles ausgeplaudert. Er ist in deren Lack ein Sicherheitsrisiko, würde ich sagen. Versteht ihr? Er ist der Volltrottel, wenn das Kartenhaus zusammenfällt, dass er für die Leute in den Bau geht und nicht mehr und nicht weniger. Das ist genau der Punkt. Aber das ist nur kleine, das ist nur die Spitze vom Eisberg. Ich will genüsslich vorgehen. Weißt du, Stück für Stück, sagen, was kommt heute, was kommt morgen? Babau! Was glaubt ihr? Fully Nulli, du kleiner Schnulli, du. Versteht ihr? 47 Dreamer, willkommen im Stream. Big Bro Debo, willkommen im Stream. Das ist genau der Punkt. Deswegen sage ich ja ganz einfach, wenn wir ein ernsthaftes Angebot von einem Veranstalter kommt, kein Problem. Aber was soll ich mich mit irgendwelchen Hartz-Bierler, die was nicht schon mal die Fahrtkosten decken können? Haben die nicht gelabert? Hat er nicht 50 Svenito gelabert und mit Kemal Abi im Rücken, mit diesem Kemal Memal Abi, der kein Hells Angel noch vor 3 Wochen war? Was redet der? Was für Fahrtkosten decken? Junge, wenn ich zu dir kommen will, dann komm ich. Nee, nicht nach Wien kommen? Was los? Was los? Komm doch, klären wir. Jederzeit, kein Problem. Ich nehme mir Zeit für dich, komm. Ach komm, hör doch auf, Mo. Du wirst nicht mal rauskommen. Du hast doch gar keinen. Guck mal, du bist null Mann. Null Mann. Du wirst niemals rauskommen. Und guck mal, ich sag dir nochmal. Bevor ich mir die Hände an dir schmutzig mache, an die Hepatitis C, B, A und keine Ahnung, was du nicht alles hast, ja? Digga, ich sag doch. Wir haben das Angebot bekommen von Chanel. Wir können uns im Boxring boxen, okay? Da ist dann alles festgehalten. Selbst wenn du den halben Kopf verlierst, passiert mir nichts, weil wir einen Vertrag machen, okay? Bevor ich dir wirklich so draußen auf die Backen haue, Schmerzensgeld zahle, du dein Leben lang im Rollstuhl sitzt und durch einen Schlauch ernährt wirst und ich noch in den Knast muss und meine Familie dadurch nicht sehen kann, wegen dir, Junkie? Denkst du, ich bin blöd oder was? Junge, Alter, denk doch mal nach, Alter. Auf, lass ihn Ring gehen. Du hast doch eh keine Eier. Komm, dann sag einfach ab. Sag, nee, ey, komm, ich weiß, ich werde es nicht packen. Und ja, okay, fertig. Du hast gewonnen, Sammy. So, ganz einfach, Kindergarten hier, okay? Sag doch einfach so, fertig. Und wir klären, da brauchen wir nicht irgendein Event ausmachen, brauchen wir keine 3 Monate warten oder sonst. Steig ich da doch. Keine 3 Monate, lass das innerhalb von 2 Wochen klären, Alter. Okay, jetzt bin ich total krank, aber selbst jetzt würde ich so kommen. Ich würde mich diese 5 Minuten zusammenreißen und würde dir ein paar vor die Glocke hauen, Alter. Ganz einfach, Mann. Hey, komm, Mo, auf, Mo. Selbst deine Community, ich hab's gesehen, in deinem Livestream hast du angefangen, die Kommentare, die Leute zu bannen, die reingeschrieben haben, ey, was ist denn jetzt? Kämpfst du gegen Sammy oder nicht? Hast du angefangen, die rauszubannen? Du Ekelhafter, hä? Du hast keine Eier, du bist kein Mann, hä? Komm, laber nicht, komm, nimm diesen Kemal-Memal Abi auch mit, den Orospo-Abi. Was ist los? Glaubt ihr, könnt jetzt vom Thema ablenken? Jetzt auf einmal wird Martin da nicht erfahren, was das hier dann alles ausgeplaudert hat und so weiter. Glaubt ihr, könnt mich jetzt stoppen, da eure Scheißnummern auszuplaudern, was dieser Ahmad Zanger auf einmal jetzt auf dem Spielfeld ist und so weiter? Ihr seid ja auch so blöd und so leicht durchschaubar. Ich schwöre auf alles. Versteht ihr? Wenn ihr so Hells Angels draufsteht, wie ein Hells Angel ausschaut, dann ist es auch Hells Angel. Versteht ihr? Und jetzt werde ich mal ein paar Sachen exposen, wo ihr im Hintergrund auf große Eier macht. Und das sind solche Huren, die kommen zu einem, die kommen so, hey, Ali, er ist voll der Wichser. Umgekehrt, hey, ficken wir ihn. Das sind Ratten, das sind Schlangen. Solchen Arschgesichtern kann man null vertrauen, deswegen sage ich ja auch. Mit solchen Arschgesichtern habe ich nicht zu reden. Wenn irgendein seriöser Veranstalter kommt, soll er kommen. Versteht ihr? Und ja, okay, also willst du jetzt erzählen, dass der Chanel nicht seriös genug für dich ist, um da irgendwie auf etwas einzugehen, ne? Gewisse Leute, die Grenzen überschritten, die haben eine Grenze und so, da haben wir nicht zu reden. Da gibt es kein Fair mehr. Über diese Fair mehr Grenzen sind wir überschritten. Verstehst du? Du wirst. Ach so! Ja, dann modern auf, dann komm, beweg dein Hintern hierher. Beweg dein Hintern, setz dich in den Zug. Komm, ich bezahl dir dein scheiß Ticket, okay? Das kann man natürlich nicht die Rechnung dafür bezahlen, glaub es mir. Wenn nicht heute, dann morgen, glaub es mir. Du wirst nicht mehr nachts ruhig schlafen, kleiner Svenito. Mo, du wirst nach Phase 3 nicht mehr ruhig schlafen. Und diesen ganzen Rest, den ich hier auf dem Tisch liegen habe, ja, das werde ich der Staatsanwaltschaft schicken. Das werde ich einfach der Staatsanwaltschaft schicken. Vielleicht werden die das neu aufrollen. Das ist auch im Interesse der Monique und der Mama. Wir schauen mal. Mo, ich sag dir, mit mir willst du spielen. Ich sag dir, ich bin ein paar Schritte voraus, ja, was das betrifft. Okay, Mo. Das Einzige, was du kannst, ist nur hier irgendwas Dummes, Wirres reden. Ja, kein Mensch versteht dich überhaupt. Kein Mensch versteht, was die Sache ist. Du redest von, du springst von dem Thema zum anderen Thema, von dem Thema wieder nach ganz hinten zum Thema und dann wieder zu dem Thema. Digi, schreib dir ein Skript oder notier dir alle Namen, die du beleidigen willst und dann, wenn du den Namen falsch hast, hakst du ihn ab. Dann machst du den nächsten Namen. Immer so, okay?
Aber mehr kommt ja nicht, mehr kommt ja nicht bei rum bei dir. Außer irgendwelche Beleidigungen. Von morgens bis abends Beleidigung, 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 Beleidigung. Genauso beleidigst du die Polizei nonstop. Und alles, egal was, Mo. Aber gut. Jetzt pisst er sich in die Hose und denkt sich, wie glaub es mir, Junge? Und glaub mir, du wirst gegrindet. Glaub es mir, du wirst gegrindet wie Weed in ein Grinder. Du wirst gesmoked wie Lemon Berry. Ach nee, lass mich in Ruhe mit deinen ekelhaften Drogen, Alter. Ja. Du Fotze, du Köpek, du, okay? Mit deiner Tasche und mit deiner Laufhausschwalbe hier. Was los? Oh Mo, da wird's auch noch schön hageln für diese ganze Nummer, die du da mit meiner Frau abziehst, die du grundlos hier mit reingezogen hast, okay? Da wird's noch richtig hageln. Los, Junge, was glaubst du, das ist deine Vorgeschmack. Wir wollen da vom Thema ablenken und so. Und wenn ihr in der seriöse Veranstaltung kommt, soll er kommen. Aber ich hüpfe nicht auf Thema, was ihr mir vorgeben wollt. Den hier, was war vorher Thema? Wo ist Phase 2, wo ist Phase 3, wo ist Phase... So, Phase 1 ist draußen, Phase 2 habe ich mit meiner Frau zusammen gemacht, da haben wir mal den kompletten Chat geleakt, ja. So, Phase 2 haben wir dich ja komplett auseinandergenommen und selbst das hast du runtergesprochen und hast erzählt, nee, das, ja, die haben das ja komplett aus dem Kontext gerissen, das ist ja nicht echt, das ist ein Fake, alles ist Fake, bei dir ist alles Fake. So, ja, und was war das mit Chanel, was wir da auch rausgehauen haben? Das war nicht deine Stimme, gell? Das war nicht deine Stimme. Woher habe ich denn solche Sachen? Woher habe ich denn den Verlauf? Habe ich dich jetzt angerufen, habe dich gezwungen, ey, sag mal Chanel so und so? Oder sag mal so und so? Nein. Das ist der Verlauf zwischen dir und Taschko, okay? Und du bist so hohl, du bist auf alles reingefallen. Du bist einfach nur blöd. Digi, du bist einfach nur blöd. Okay? So, machen wir weiter. Phase 4, was ist passiert? Keine Phasen mehr? Phase 4 wird es nicht geben, nur noch eine Phase 3 und dann ist Ende Gelände, Mo. Dann wirst du nicht ruhig schlafen können. Du Schwanz in den Arsch bekommen, blutest du jetzt, liegst du blutigen Arsch in der Ecke. Halt die Fresse, du Köpek, du. Wo Straße? Ich hab mir da gedacht, ihr seid auf der Straße vertreten. Oh, der mit seiner Straße. Nein, ich bin nicht auf der Straße. Ich bin nicht auf der Straße. Ich sitze auf meiner Couch. Oder ich bin zu Hause. Oder egal was. Ich bin unterwegs. Ich mache irgendwas anderes. Aber ich flieg nicht auf der Straße rum. Ich bin nicht so wie du, Mo. Ja? Ich kann mir auch den ein oder anderen Burger mal leisten, kann im Laden sitzen und warm essen, ja, oder sitzen in irgendeinem Café, oder sitzt irgendwo, keine Ahnung wo, wo es warm ist, zumindest, ja, oder bin bei irgendwelchen Freunden zu Hause, oder, nur laufe ich nicht von A nach B, weil ich kann fahren, du nicht, okay, so. Die Hells Angels, weltweit fotzen oder was, versteht ihr? In der Nutte, in der Kutte, das ist das, ihr Shandaround, mit euren Gaysident, mit Sergeant Gay oder was? Das ist genau der Punkt. Nicht mehr und nicht weniger. Okay? Ganz einfach. Ihr wolltet da auf irgendwas machen, jetzt seid ihr exposed. Jeder weiß das. Versteht ihr? Jeder weiß das ganz genau. Versteht ihr? Dass die Angels mich jetzt kennen, die müssen darauf reagieren, können die aber nicht. Oh, Junge. Natürlich haben die schon mal was von dir, Schwachkopf, gehört, weil du die ganze Zeit von unten bis oben beleidigst. Aber kein Mensch interessiert sich für dich. Das ist die Sache. Okay? Und, wow, die kennen dich jetzt. Die haben dich einmal gesehen im Video oder zweimal oder dreimal. Lass es 10-mal gewesen sein. Ja, und was jetzt? Hast jetzt die nächste Trophäe, hä? Die können gar nichts, außer irgendwelche Blödsinn machen wollen und davon ablenken wollen. Macht doch was. Zeigt eure Power. Oder reicht eure Power nicht? Das ist genau der Punkt. Deren Power reicht ja nicht, aber dass sie eine Frau befriedigen. Da müssen schon 5 von denen auf einmal ran. Hau ab, Mann. Schwulito. Naja, Mo, so. Wenn die zu 5 dran müssen an der Frau, okay, ist eine Sache, ja? Aber du bist ja nicht mal an eine Frau rangekommen, okay? Du versuchst dir eine Frau klar zu machen, versuchst sie davon zu überzeugen, was für ein krasser Gangster du bist, erzählst irgendwas von, keine Ahnung, Polizeigewalt, Chanel, Ali Osman, Sida und wie krass du bist und alle haben Angst vor dir. Diggi, so macht man doch keine Frau klar. Ich kann wetten, du bist noch Jungfrau. Safe, du bist noch Jungfrau. Außer hinten vielleicht, hinten bist du keine Jungfrau mehr, aber vorne rum bist du Jungfrau. Safe. Was los? Das ist mein kleiner Freund. Ich werde euch genüsslich Stück für Stück auseinandernehmen. Genüsslich. Okay? Und wenn Universum boxt. Ich komme mir vor, als wärst du mein Sohn, Mo. Den muss ich auch manchmal verbessern, wenn er das ein oder andere Wort mal falsch ausspricht. Du bist wie mein Sohn. Mo, du bist mein Sohn. Du wärst nach Schweinfurt, du bist ja mit denen connected. Wenn ein seriöses Angebot von einem Veranstalter kommt, jederzeit gerne. Aber mit irgendwelchen Asozialen, mit irgendwelchen Hartz-IV-Empfängern brauche ich. Mit irgendwelchen asozialen Hartz-IV-Empfänger. Also tust du jetzt die Chanel als asozial und Hartz-IV-Empfänger betiteln. Okay, stark. Und mich auch, obwohl ich ja arbeiten gehe. Mein Leben lang schon, ja. Aber gut, okay. Ich darf gar nicht reden. Die können sich nicht mal die Fahrkarte leisten, diese Penner. Wo mir die Tasche... Fahrkarte? Ich brauche nur Benzin. Diesel. Auch gesagt hat, dass er auf der Tasche von der Taschko lebt. Das haben wir doch alles gesehen. Wir haben doch alles gesehen, was sie geschrieben hat, was du geschrieben hast, okay?
So, ich habe noch nie von meiner Frau auf der Tasche gelebt, okay? So, nächste, hier, weiter, komm. Und so weiter. Soll sie dann der Ticket und so weiter finanzieren? Weil wieder zu Ahmed nebenan gehen, hey, dürfen wir den Boxring benutzen oder was? Glaubst du, ich mache mich zum Clown oder was? Vor fünf Zuschauern oder was? Sie bist du bescheuert? Wenn Universum Boxing irgendwas kommt, dann bezahlt doch. Mo, guck mal. Du flexst mit deinen paar Scheinchen. Ich flex mit meinem Autoschlüssel, okay? Hier, das ist mein Autoschlüssel. So, ich brauche nicht Fahrkarten kaufen oder irgendwie im Zug sitzen mit vollen Leuten, Maske an und, okay? So, jetzt wollte ich auch mal kurz flexen, ja? Das ist jetzt mein Weihnachtsgeschenk an dich. Vielleicht fühlst du dich jetzt besser, okay? Dafür. Okay? So, flexen. Das ist das. Ihr seid exposed. Martin Schwulpeter. Das ist das. Der Martin Schwulpeter mit seinem Schnu. Jetzt schau noch mal so. Als ob er so sei. Du Verräter, du. Du Schnu. Du schwuler Verräter, du. Genauso wie Manuelsen. Du bist in einem Club, wo die auf dich scheißen. Die scheißen auf deine Herkunft, die scheißen auf dich, die scheißen auf deine Wurzeln. Und du bist so ehrenlos, dass du nicht auf Black Power wie ein echter Schwarzer kämpfst, sondern auf Belito machst. Du Gay, okay? Manu Gaysen. Was ist? Regt ihm das nicht auf? Warum? Ich fordere Manuelsen raus. Und? Was los jetzt? Wo ist Manuelsen? Wo? Mach klar, Universum-Boxing. Mach. Dann zeige ich dir Manuelsen. Also, nochmal für alle, ja? Manuelsen, ein Rapper, ein Schwergewicht, ich glaube 2 Meter groß, wirklich 2 Meter groß, ein wirklich Schwergewicht, der Boxen tut. Der wird jetzt von einem Mo 86 herausgefordert. Ebenfalls ein Profi-Fighter wie Christian Eckerlin, ja? Gegen die will zu kämpfen. Okay, Mo. Okay. Ganz einfach, versteht ihr? Das ist genau der Punkt. Versteht ihr? Das ist genau der Punkt, nicht mehr und nicht weniger. Versteht ihr, was ich meine? Ich fordere den Manuelsen heraus. Versteht ihr? Das ist genau der Punkt. Versteht ihr, das sind ehrenlose Leute, die wollen nur vom Geschehen, vom Thema ablenken und nicht, dass es rauskommt, dass der Mazda gesteuert ist, dass die Videos gegen Ali in Auftrag geben, gegen Arrogante und gegen viele andere Leute. Was auch. Junge, guckt euch diesen Körperklaus mal an. Guckt euch diesen Körperklaus mal an. Was zum Teufel? Wem willst du was antun? Wem willst du was antun? Guck mal, ich weiß auch, warum du mit niemandem in den Ring steigen würdest. Weil du so einer bist. Du bist so einer, du rennst hier mit dem Messer rum. So einer bist du. Genau wie im Frankfurter Hauptbahnhof oder Innenstadt, ja? Diese ganzen Feiglinge, die nichts drauf haben, okay? Die nicht kämpfen können, die nur rumrennen und immer zustechen und abhauen. Und selbst dann rennen sie noch weg. Genauso wie bei mir, als mir ins Bein gestochen wurde damals, okay? So. Guck mal, du bist einfach ein Feigling. Du bist eine Ratte. Guck mal, wie unrealistisch. Du weißt, ein Manuelsen würde niemals auf dich zukommen und sagen, auf geht's. Ein Christian Eckelin sowieso nicht, ja? Und bei mir, du kriegst das Angebot. Du bist ja so ekelhaft drauf und willst ja unbedingt mir eine reinhauen, weil du willst mir irgendwas heimzahlen, weil ich angeblich deine Schwester mit reingezogen habe. Dabei hast du von deiner toten Schwester gesprochen. Aber weißt du was? Mo, komm, ich lieg jetzt mal hier ein bisschen was, ha? Deine Schwester hatte weder mit dir Kontakt, weder mit deinen 2 Brüdern Kontakt, okay? Weil deine Mama hat sie in den Iran geschickt. Sie war 8 bis 10 Jahre circa im Iran. Und dann, als sie aus dem Iran zurückkam, kam sie nach Linz oder nach Wien zurück. Ich weiß jetzt nicht mehr genau wohin. Ich glaube Linz. Kam sie zurück und fing an mit Drogen. Hä? Was erzählst du uns jetzt? Was willst du uns jetzt sagen? So. Dann ist sie, wann genau weiß ich nicht. So viele Informationen habe ich noch nicht. Ist sie nach Frankreich abgehauen scheinbar. Und was ist dann passiert, Mo? Erzähl uns, was ist dann passiert? Wurde sie erschossen? Nein, wurde sie nicht. Ja? Sie war zugedröhnt auf Drogen und ist über die Autobahn gelaufen mit ihrem Hund und wurde umgefahren. Okay? So viel zu dem Thema. Und das hast du hier angefangen mit dem Thema mit deiner Schwester, weil deine Schwester wollte ich hier niemals mit reinziehen. Ich habe über deine Schwester nie gesprochen. Ich wusste nicht einmal, dass sie gestorben ist. Okay? So. Das hast du hier aufgedeckt, weil du wolltest hier Mitleid bezwecken. Du wolltest vom Thema ablenken, als ich angefangen habe, das Thema mit Michelle auszupacken, okay? So, was willst du jetzt machen? Was willst du jetzt machen? Willst du mir einen reinhauen? Dann nimm diesen scheiß Kampf an. Auf, yalla. Auch jeder, die aus dem Mund von Sida selber gehört hat. Okay? So funktionieren die Sachen. Versteht ihr? Und ich kann euch da 100 Nachrichten schicken, wo er da Videos in Auftrag geben will und so weiter. Ich bin ein Typ, ich bin immer bei meiner Meinung geblieben. Ich habe euch auch immer gesagt, das Gespräch bei Cengiz ergibt keinen Sinn, wenn sie nicht minderjährig war und so weiter. Versteht ihr? Das ist genau der Punkt. Und wenn wer was von mir will, Universum Boxing kann jederzeit bei mir an die Tür klopfen und so. Aber ich mache mich nicht zu Clown, dass ich vor einer Schulklasse hier auftrete oder keine Ahnung was. Versteht ihr, was ich meine?
Das ist genau der Punkt. Ach so, ja, genau, das ist der Punkt. Ich spreche hier nun auch ab, weil da kommt nichts Gutes mehr bei rum. Ja, da ist einfach nur dumm geschwätzt. Ja, Leute, wie gesagt, es ist einfach ein Witz. Der Junge ist einfach ein Witz, okay? Er kann nichts, er ist nichts, er ist einfach nur ein Dummschwätzer, ja? Und kann nur Frauen und Kinder beleidigen. Vor allem Kinder, das kann er gut, ja? Und versucht immer den Leuten irgendwas unterzuschieben. Dabei ist ihm alles selbst widerfahren, okay? So, wie dem auch sei, Leute, ich wünsche euch wirklich, wirklich, wirklich alles Gute, bleibt alle gesund, feiert schön mit eurer Familie, auch die, wo nicht feiern, euch soll es auch gut gehen, ja. Ja, was soll ich sagen, Leute? Phase 3 wird bald kommen. Ich versuche es definitiv dieses Jahr noch rauszuhauen. Es wird auch ein Interview geben zwischen der Mama und der Tochter. Natürlich keins persönlich, wir werden das per WhatsApp machen, ja. Die sind halt nicht so auf dem technischen Stand wie wir alle hier mit YouTube und so, und deswegen machen wir das per WhatsApp. Das wird also ein Sprachinterview, okay? Und das werde ich natürlich auch alles so einblenden. Und ja, Leute, was soll ich euch sagen? Also Leute, bleibt gesund. Bis dann, ciao. Jeder träumt von den Batzen und nem fetten Benz. In der Nacht unterwegs mit meinen letzten Cents. Am Hustlen, ich hab keine Zeit, um im Bett zu hängen. Ich kämpf für mein Ziel jeden Tag. Schreibe Parts und danach schneid ich Videos bis nachts.